Bronze, der König vom Europahafen, kann man das so sagen? Das hört sich böse an. Ja, wir waren die Ersten und wir haben vom Kiez. Wir haben den Mut gehabt am Anfang. Das hier war, ich glaube, diese Sache, was wir hier gemacht haben mit den Wohnungen, war ein viel größeres Risiko als am Anfang mit dem Speicher. Ja. Weil wir konnten hier nicht nur ein einzelnes Haus bauen, sondern mussten gleich 150 Wohnungen auf einmal bauen. Und das ist eine ganze Masse, das zu stemmen und dann an einem Ort, wo kein Mensch weiß, wer will eigentlich hierher ziehen. Das sind von jungen Architekten aus Berlin. Ein reiner Holzbau. Und die jungen Architekten aus Berlin haben das Krokodil genannt. Und dann haben wir gesagt, Mensch, gute Idee, aber ihr kennt euch ja anscheinend hier überhaupt nicht aus. Das können wir nicht Krokodil nennen. Der Name ist leider schon belegt. Und deswegen haben wir gedacht, Alligator passt doch auch. Was ich ja toll finde, da rein sollen junge, kreative Existenzgründer und so weiter, die also ihre Büros da haben. Und was ist der angepeilte Quadratmeterpreis? Sag nochmal eben. Wir wollen unter 9 Euro landen. Das ist für Neubau schon sehr, sehr ambitioniert. Kreativ sind ja die Kreativen, die verdienen kein Geld. Ah. Und wir müssen unheimlich viel Geld verdienen, damit wir diese überteuerte Miete im Schuppen 1 leisten können, um Daniel reich zu machen. Und sag mal, zum Hafen gehört ja auch eigentlich dazu, Spielen an den Händen, dreckige Klamotten und so Typen, die so Wallersprech, sag ich mal, haben. Wie kriegen wir die denn in die Überseestadt? Ja, wir haben ja im Gebäude einen durchgehenden Boulevard, also man kann einmal durchs ganze Gebäude durchschauen. Da kann man natürlich gerne mal so einen Bananenstau und Staffellauf machen oder sowas, damit die Leute wieder Spielen an die Händen kriegen. Das finde ich eine sehr charmante Idee. Die wollte schon gerade sagen, du lädst die mit den Schwielen ein, dass sie ein bisschen neidisch werden, dass ihr da so schön wohnt. Aber es ist ja so, dass viele Waller sagen, ja, da ziehen nur die Reichen hin. Zum Beispiel hat ja hier unser Börnsen, hat ja in der Bildzeitung getitelt, eine Reichen-Oase. Wie macht man das, dass man eben auch die ganz normale Mutti-Fadi und die Hartz-IV-Empfänger und so weiter da alle hat? Die Erwerber durchweg sind eigentlich alles, sag mal, vernünftige Leute. Wir haben bei der ersten Baustellenbesichtigung ganz normal Erbsensuppe gegessen. Wir haben bei der zweiten haben einen Butterkuchen gegessen. Ja, aber das heißt ja noch nicht, dass die anderen da eine Wohnung kriegen bei dir. Ja. Er denkt sich was aus, ich spür's schon. Ich hab's noch nicht ganz begriffen. Was ist dein Produkt, Herr Backes? Ich lotse die Ideen von anderen. Ah, okay. Ja. Das heißt, ich kann jetzt mit dir einen Termin machen? Ja. Und du lotst mein Botschaft. Genau. Ob ich das jetzt so dauerhaft auf der Strecke... Ob man davon dann richtig Geld verdienen kann. Ja, genau, weil das reicht nicht, was wir heute gemacht haben. Ja, dann müssen wir darüber reden, glaube ich. Okay. Wenn wir jetzt mit unseren Ramon, ne, wir legen ja immer ein bisschen von dem Geld, von den Tüchern auch zurück. Wir haben schon ein bisschen was. Und wenn wir dann mal so richtig einen Batzen haben, wo würdest du denn sagen, wo sollen wir hier noch anlegen in der Überseestadt? Was ist so ein Geheimtipp? Ich meine, die hören nicht zu. Was wollt ihr denn da machen? Ein Stück Land, keine Ahnung, Kneipe bauen oder irgendwas, dass sie irgendeine Ecke haben, wo es dann bald ganz teuer wird, wo wir quasi spekulieren können. Das wäre jetzt für uns ein guter Einstieg. Also, genial ist irgendwo das Ende der Hafenkante, das Wendebecken. Das ist natürlich weit weg und das hat noch Zukunft, aber das ist eine wunderschöne Lage. Sag mal, ist eigentlich schon mal jemand durch euch so richtig reich geworden? Ja. Wer denn? Darf ich nie sagen. Du kennst ja diese drei T's da. Talente, Toleranz, Technologie, ja? Eddie, der hatte immer noch drei andere T's dazu. Hier, Titten, Theken, Temperamente. Aber ich frage mich, ist das noch der richtige Buchstaben heutzutage für uns? Ich dachte auch bei der Unterstützung eher an so legale Sachen. Ja, wir haben uns ja am Christentum orientiert, immer nur drei Botschaften, mehr ist nicht. Deswegen gibt es die drei T's oder die drei Z's oder die drei Ü's oder... Was sind denn die drei Ü's? Also das sind meine Lieblingsüben, Üben, Üben. Jetzt sollst du ja nur eben sagen, wie kommen wir groß raus? Die Schiffe müssen nur größer und länger werden, es müssen mehr Leute kommen. Ja, aber wie, guck mal, hier haben wir jetzt von den Leuten, was hast du durchschnittlich von den Leuten, 1,70 oder was? Das reicht doch nicht. Ich habe nie einen Pimp the Business Kurs gemacht, aber Ramon kennt sich total gut aus. Ich habe das auch nicht ganz verstanden. Ich soll reducen, ich soll meine Workforce besser performen und so. Aber das ist einfach auch nur, wer nicht funktioniert, fliegt raus und so. Also das kann die ja eigentlich alles schon. Ja, aber du musst einfach nur deine Produkte verteuern. Ja. Du musst nicht so Dinger verkaufen, die man nicht braucht, sondern verkauf irgendwas anderes, was teurer ist, was man nicht braucht.
und schon bist du besser dran. Also meinst du, ich soll nicht sinnvolle Sachen billig verkaufen, sondern Schrott für viel Geld? Ja, du musst nur verkaufen überzeugen. Das ist genau das, was wir früher gemacht haben. Ja. Ja. Und nichts anderes. Wir haben Kompetenzen. Guck mal, Daniel an, der hat seinen Scheiß schon komplett vermietet, verkauft, braucht kein Mensch. Kein Mensch braucht ein Auto in seiner Garage. Ja, aber guck mal, ihr wart so doof und habt's genommen. Wie hat er dich gekriegt? Warst du voll breit oder was? Weil wir fanden Daniel einfach nett. Das ist er. Und die Sache jetzt, wenn wir uns ein Motorboot kaufen und so Verkehr machen? Ich meine, Verkehr machen wir sowieso, aber... Genau, also mit so einem Boot ist ja gut. Ich meine, das kannst du ja einfach machen. Also es wäre ja schön, wenn man einfach von links nach rechts hier so ein bisschen rüberfahren könnte. Aber das sind eben so alles so kleine Sachen, was ich vorhin sagte. Wir müssen hier einfach leben, was du hier machst, das ist ja gut. Da kommen die Leute, haben Spaß, kommen hierher, erzählen anderen Leuten davon. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg hier, diese Gegend richtig zu beleben. Wer von euch hat denn ein Boot und macht mit uns eine Fähre? So eine ganz kleine, so ab und zu mal sonntags nachmittags. Ja, dafür... Da. Warum hast du das nicht gesagt, Ramon? Das ist ja schon nicht, wieder eine Geschäftsidee. Ja, ich der nicht, Hammer! Dass das auch ein Produkt ist. Ramon, wir machen einen Wasserstraßenstrich. Und wo sollen die stehen, die Mädels? Ja, auf dem Pogon. Also der Mann mit der Perücke hat ja immer noch nicht bezahlt. Techtrenner! Also ich glaube, in Casso Eddie, der kriegst du heute Nacht noch Besuch. Was sollen wir machen, damit es sich besser lohnt? Ich finde, das ist so ein guter Anfang. Einfach ganz viele Leute sagen heute weiter, wie gut das ist. Und ihr macht irgendwie täglich den ganzen Sommer über solche Touren. Und dann läuft auf Üben raus. Das ist anstrengend. Du bist ja jetzt bald hier neuer Bewohner und du darfst jetzt hier heute Abend drei Wünsche sagen. Soll ich es die Wahrheit sagen? Ja, bitte. Ich bin selber unsicher, ob das was Gutes ist in der Überseestadt. Aber das Objekt für uns als Firma ist erstmal total klasse. Ich komme aus dem Viertel. Ich bin ja jetzt eingezogen, Daniel. Wir sind bald Nachbarn. Und ob ich da im halben Jahr wieder ausziehe, weiß ich auch noch nicht. Und dieses ganze Verrückte, wie kriegen wir das da rein? Das ist ja schon mal ein guter Anfang hier heute Abend, glaube ich. Da muss es einige Ansätze geben, da unterstützen wir gerne. Golden City oder ähnliches in der Überseestadt neu zu erschaffen oder etwas ganz anderes zu erschaffen. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass da was passiert. Ramon!